So, moin moin, es gibt ein Update zu dem Polizeieinsatz bei Tanzverbotswohnung. Ein Zuschauer hat die Polizei Brandenburg gefragt, was macht ihr bei Tanzverbot? Die Polizei Brandenburg hat darauf Folgendes geantwortet. Nach einem Notruf bei der Feuerwehr zu einem Bewusstlosen in der Wohnung musste die Tür notgeöffnet werden. Nachdem sich dies nicht bestätigte, wurde die Polizei informiert. Derzeit prüfen wir Ermittlungen wegen Notrufmissbrauchs. Zum einen wäre damit der Feuerwehr- und Polizeieinsatz bestätigt und zum anderen wissen wir nun auch deutlich mehr über die Hintergründe. Also es hat jemand bei der Feuerwehr angerufen und dort behauptet, dass jemand bewusstlos in der Wohnung von Tanzverbot ist. Die Feuerwehr ist daraufhin losgerückt, hat die Tür aufgemacht, hat keinen Bewusstlosen vorgefunden und hatte dann die Polizei eingeschaltet, welche nun Ermittlungen wegen Notrufmissbrauchs führt. Tanzverbot selber hatte gestern angekündigt, dazu heute ein Video hochzuladen und das hat er soeben auch getan. In dem Video erzählt er, wie das war, als er gerade zur Wohnung gekommen ist und an der Tür das Kärtchen von der Polizei hing. Er hat davon gesprochen, dass in diesem Moment für ihn sein Leben zusammengebrochen ist, weil auch daran denken musste, dass er bei sich zu Hause den Baseballschläger, die Machete und eine Softair-Pistole hatte. Er dachte einfach, sein Leben ist jetzt vorbei. Tanzverbot ist daraufhin panisch zur Polizei gefahren, um den Schlüssel abzuholen und der zuständige Kommissar hat ihn dort darauf hingewiesen, dass seine Adresse öffentlich ist und der Kommissar soll gemeint haben, dass jemand über den Notruf mitgeteilt hätte, dass sich in der Wohnung zwei Personen aufhalten. Eine männliche und eine weibliche Person und die weibliche Person wäre bewusstlos und die männliche Person wäre betrunken. Die Feuerwehr hätte einmal geklopft, Tanzverbot war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause und daher hat auch keiner die Tür aufgemacht und die Feuerwehr ist natürlich davon ausgegangen, dass es hier um Leben und Tod geht und hat dann die Tür aufgemacht. Und als die Feuerwehr dann gesehen hatte, dass das ein Fehlalarm war, dass sie umsonst angerückt sind, haben sie dann auch die Polizei mit eingeschaltet. Als die Polizei kam, hatte sie natürlich auch die Machete, die Softair und den Baseballschläger gesehen, aber konnte dann auch schnell feststellen, dass das legale Waffen waren, die man so zumindest privat bei sich zu Hause haben darf. Laut Tanzverbot waren 8 Feuerwehrleute und 4 Polizisten anwesend und die Gesamtkosten würden sich auf 1200 bis 1500 Euro belaufen, welche Tanzverbot selber natürlich nicht tragen muss, weil er ja der Geschädigte ist. Tanzverbot sagt, dass er von dem Polizist sehr gut behandelt wurde und dass er auch Verständnis für seine Lage gezeigt hätte. Und nach dem Gespräch hatte Tanzverbot die Schlüssel für seine Wohnung gekriegt und er konnte wieder in seine Wohnung zurück. Das Einzige, was man sich eigentlich nur noch fragen kann, ist, warum macht man so etwas Unverantwortliches? Man kann nur hoffen, dass der oder die Täter gefasst werden und dass die Täter anfangen, die Privatsphäre von Tanzverbot zu respektieren. Und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.